Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Path of Exile. Ja, heute wird gar nicht so viel Let's Played. Heute soll es vor allen Dingen um die größte Umbauaktion gehen, die ich jemals in einem Video mit einem Charakter veranstaltet habe. Nicht nur das, es ist tatsächlich sogar die größte Umbauaktion, die ich überhaupt jemals mit einem Charakter veranstaltet habe. Also, heute soll es darum gehen, den Charakter ein wenig umzubauen. Und zwar wird das Ganze heute ein CI-Charakter. Habe ich ewig nicht gemacht, ist boah, bestimmt schon, weiß gar nicht, anderthalb Jahre her, wenn nicht noch länger, dass ich das letzte Mal versucht habe, einen CI-Charakter zusammenzubasteln. Das ist nebenbei auch kläglich gescheitert, ich hoffe, diesmal wird das ein bisschen besser. Diesmal bin ich aber auch besser vorbereitet, ich habe hier schon mal mein Equipment angelegt. Da gehen wir mal ganz schnell durch, da hat sich nämlich was getan. Erstmal die Sachen, wo sich nichts getan hat, der Gürtel, Handschuhe, mein Pledge of Hands. Der Ring, der ist wahrscheinlich auch gesetzt und alles andere, also die anderen beiden Ringe und die anderen beiden Ringe, ja, der andere Ring und das andere Amulett, die stehen auch noch ein bisschen unter Beobachtung. Da werden wir gleich mal schauen, wie es auskommt. Jetzt aber die eigentlichen neuen Sachen. Also hier einmal Schuhe mit 181 Energieschild. Ja, leider nur 15 Movement Speed. Dann von mir persönlich händisch noch 29 Cold Resistance drauf gecraftet schon mal. Ja, die habe ich für, glaube ich, ein eine Chisel bekommen, eine Cartographer's Chisel. Da war dann halt logischerweise noch keine Kälteresistenz drauf, aber insgesamt sind die Schuhe ganz solide. 181 ist brauchbar. Geht hoch bis, jetzt habe ich meinen Zettel nicht hier liegen, aber ich glaube, ich habe so bis 250 ungefähr gesehen, von daher passt das schon. Die meisten haben nämlich dann kein Movement Speed drauf und ganz wollte ich nicht drauf verzichten. Außerdem haben die noch ein bisschen Blitzresistenz, jetzt noch die Kälteresistenz. Also da geht energieschildmäßig mehr, dafür bieten die von den restlichen Stats her die beste beste Gesamtpackage. Ja, außerdem waren die sehr günstig. Dann das teuerste, was ich mir geleistet habe, eine Rüstung für insgesamt einen Exalted Orb, den habe ich dafür bezahlt. Ich hatte ja beim letzten Video, habe ich ihn in der Kiste euch gezeigt, jetzt ist er auch schon wieder weg, unters Volk gebracht. Ja, wenn ich mir die Rüstung mal so angucke, die habe ich auch exakt genau so bekommen, wie ihr sie jetzt hier seht. Und da war ich mit einem Exalted Orb doch ziemlich zufrieden. 728 Energieschild ist doch sehr ordentlich. Da geht es zwar auch noch deutlich höher, bis über 900, aber das ist dann weit, weit weg von dem, was ich finanzieren könnte. Da sind wir, reden wir über mehrere Dutzend Exalted Orbs, so 20, 30 so in den Regionen. Und ansonsten bringt die Rüstung auch so noch vieles Schönes mit. Zwei Resistenzen waren auch netterweise schon für mich die passende nachgecraftet. Und was besonders schön ist, das Ganze ist auch noch 6 Sockel 5 Link. Also was will man mehr? Ich denke mal, da kann man für den Kurs echt nicht meckern. Und dann noch der Helm. Ein Steel Circlet. Das ist nicht unbedingt der beste Grundtyp, aber der ist okay, solide. Hatte ursprünglich gar nichts drauf, außer diesem Energieschild. Ich habe jetzt noch die Kälteresistenz dazu gecraftet persönlich. Ja, war auch relativ günstig. 1-2 Chaos Orbs hat der, glaube ich, gekostet. Da kann man auch nicht meckern. 345 Energieschild, das ist sehr ordentlich. Ja, außerdem fand ich das insofern nett, weil der halt so schön blank, sag ich mal, war. Ich vermute mal, der ist wahrscheinlich irgendwann mal gecraftet worden als Magic Item mit na, wie heißen die? Orbs of Alteration, und dann ist dann irgendwann Regal Orb draufgeknallt worden. Dann war es dann nur Stun und Block Recovery und keine Resistenz oder so. Ansonsten denke ich mal, hätte man, wäre der wahrscheinlich auch ein Kandidat gewesen, um den noch weiter zu craften mit Exalted Orb oder so. Also, das scheint für mich so ein Überbleibsel vom Crafting zu sein. Relativ günstig geschossen. Passt für mich soweit. Ja, das war erstmal, ach ja, und ganz wichtig, das habe ich, das heißt, so wichtig ist es auch nicht, aber es ist ein netter Boost. Das habe ich mir auch noch gegönnt. Das war das zweiteuerste von dem Kram. Das blöde Ding hier hat mal eben kurz 17 Chaos Orbs gekostet. Aber ich verspreche mir dann davon, dass ich doch einiges an Survivability bekomme. Okay, das war der harmlose Teil. Jetzt geht es wirklich ans Eingemachte. Jetzt geht es darum, Passivpunkte neu zu vergeben. Also, was wollen wir machen? Wir wollen auf jeden Fall Chaos Inoculation haben. Wenn wer A sagt, muss auch B sagen, dann brauchen wir auch Ghost Reaver. Wahlpakt habe ich erstmal außen vor gelassen. Wäre zwar eine wunderschöne Verstärkung dafür, passt nämlich sehr schön dazu. Sind aber auch wieder 4 Punkte, die ich investieren müsste. Mal gucken, die habe ich eigentlich gar nicht, die 4 Punkte. Gut,
Also, legen wir erstmal los. Der erste Schritt, das habe ich ja auch schon angekündigt, wird sein, diesen Weg hier loszuwerden. Das heißt, die ganzen Lebenspunkte hier gehen weg, der ganze Teil, das geht alles weg und dafür gehen wir hier oben lang. Und damit fangen wir an. Deswegen habe ich mir auch die ganzen Punkte bewahrt, damit ich den Weg hier schon mal machen kann, um dann entsprechend eine Verbindung zu behalten. Wir gehen oben durch den Power Charge zusammen mit Spell Damage per Power Charge. Das dürfte für mich eigentlich ganz gut sein. Gut, dann haben wir den Weg jetzt so rum eingeschlagen. Das heißt, der ganze Mittelteil kann weg. Klick, 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 klick. Klick, klick, klick. Oh Mann, das habe ich so auch echt noch nie gemacht. Einmal ganz großes Umbauen. So, 17 neue Punkte. Zwei Refund Points habe ich noch. Ich habe auch noch ein paar Orbs of Regret in der Kiste. Als nächstes kommen erstmal die noch hier weg. Dafür muss ich aber schon an die Kiste und mir noch ein paar Orbs of Regret holen. 18 Stück haben wir davon. Das sollte doch noch einen Moment reichen. Ich glaube, zwei reichen erstmal. So, kommt der weg. Der weg. Der und der. Okay, 21 Punkte. Da können wir doch jetzt ein bisschen was Energieschildmäßiges machen. Ich überlege gerade, ich glaube, das war wegmäßig alles, was ich so im Großen und Ganzen ändern wollte. So, dann schauen wir erstmal, dass hier nichts anbrennt und wir das auf jeden Fall schon mal sicher haben. Oh, meine Lebenspunkte sind weg. Ich habe nur noch Energieschild. Ich habe Angst. So, 17 Punkte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 11 Punkte. Dann kann man hier sich erstmal bedienen. Und hier geht noch was. Zack. Der ist natürlich der schönste Punkt von allen. Da kommt richtig was zusammen. So, sind wir schon mal bei 5.600. Ist immer noch nicht das, was ich eigentlich haben möchte, aber wir kommen der Sache näher. Zwei Punkte nur noch über. Das ist natürlich wenig. Haben wir denn noch gute Energieschildknoten, die wir jetzt mal direkt eben nehmen können? Tim, 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 tim. Nehmen wir die beiden. Okay, 5.800. Das ist mir noch ein bisschen wenig. Schauen wir mal, was wir haben, wenn wir denn die Discipline Aura noch dazu nehmen. 6.900, da kommen wir der Sache doch schon näher. So, dann können wir unser Juwel noch einsetzen. Zack, 7.300. Das ist nicht perfekt, aber das klingt doch schon mal nicht so schlecht, würde ich meinen. Ich wäre gerne über 8.000 gekommen, aber 7.300 reicht mir für den Moment erstmal. So, einmal kurz den Check im Baum machen, wie es jetzt ausschaut. So, jetzt gefällt mir der Weg da auch deutlich besser. Ah, da sind doch noch, da geht doch noch was. So, Lebenspunkte wegskillen. Und stattdessen Energieschild nehmen. So, 7.500. Wo haben wir denn noch Energieschild? Irgendwo müsste hier doch noch Energieschild sein. Da ist noch einmal Energieschild. Das Rad ist voll. Das habe ich komplett. Okay. Genau, dann könnte ich mich jetzt eigentlich auf den Weg machen, hier reinzukommen. Genau, das dürfte dann das nächste sein, wo wir uns drum kümmern. Eventuell baue ich hier hinten auch noch ein bisschen was um. Das lassen wir dann aber erstmal noch.
Ja, 7600. Nicht ganz das, was ich angestrebt habe, aber durchaus im Rahmen. Gut, dann schauen wir mal, was jetzt hier mein Equipment das Weitere sagt. Also, ich habe hier aktuell ein Amulett an, was vor allen Dingen für mein Energieschild gut ist. 18 Maximum Energy Shield und 20 so nochmal dazu. Ich hätte hier alternativ noch eins, was mehr auf Schaden ausgelegt ist. Können wir mal vergleichen, was macht der Schaden aktuell? 29,7. Mit meinem kleinen Freund zusammen 30,8. Schön. 30,8 und dann gucken wir mal. 32,2. Joa. Ach Moment, da fehlt doch noch was. Ja, das war der falsche. Das wollte ich und das wollte ich. Kam mir. Ach so, genau. Im Nachgang kam mir das ein bisschen wenig vor. So, 36,2, das klingt besser. So, 36,2 mit dem Setup. Wenn ich jetzt tausche und 7300, wenn ich jetzt das Ding anlege, 7600, 34,7. Joa, gefällt mir eigentlich dann doch besser mit dem Amulett hier. Lieber noch ein bisschen Energieschild als Schaden. Schaden sollte sowieso ausreichend sein. Das war, glaube ich, genau, das ist die Mana-Variante. Ich habe auch noch eine Energieschild-Variante. Was haben wir denn damit dann? 7,7. Ich glaube, da nehme ich lieber die Mana-Variante. Das war die Resistenzen-Variante. So ein Mittelding. Weniger Crit, dafür. Ja, merkt man schon. Das ist schon krass, der Unterschied, was ein so ein Ring ausmachen kann. Ja, ich denke mal, das soll erstmal für den Moment reichen. Können wir uns ein andermal nochmal drum kümmern, ob da noch was nachgerüstet werden muss. Schauen wir uns schnell die Resistenzen an. Also 100, ich bräuchte 130. Ja, da geht, muss noch ein bisschen was gehen. Ich habe aber auch noch was frei. Und zwar habe ich noch hier was frei. Da müsste auch auf beide noch Resistenz drauf passen. So, kleine Unterbrechung. Ich hoffe, ihr habt da nicht zu viel von gemerkt. Im besten Fall gar nichts. Einmal kurz Post annehmen. Ja, okay, also. Dann haben wir erstmal den Wechsel vollzogen auf einen CI-Charakter. Ja, ich bin noch ein bisschen skeptisch. Deswegen testen wir das Ganze jetzt einfach erstmal in einer Sana Daily Mission. Die wollen wir dann heute doch noch mitnehmen. Mehr schaffe ich leider nicht. Wenn ich auf die Uhr gucke, muss ich eigentlich auch schon fast wieder los. Slay the Corrupted Bosses. Mir fällt gerade ein. Jetzt, wo ich ein CI-Charakter bin, sollte ich ja auch meine Flaschen vielleicht nochmal überdenken. Gut, was nehmen wir denn? Das wäre vielleicht für den Übergang noch eine Idee. Ach, seht ihr, jetzt habe ich es nämlich vergessen. Ich wollte doch noch hier craften. So. Ja, ich glaube, nochmal kurz gegenchecken. Das war der falsche. Da wollte ich hin. Defense. Kälteresistenz brauche ich auf jeden Fall noch einmal. Müsste eigentlich gehen. Einmal Kälte, einmal Feuer. Dann müsste ich eigentlich überall nah am Cap sein. Kommt auch ein bisschen darauf an, ob ich Glück beim Auswürfeln habe. Schauen wir doch einfach mal. Kälteresistenz. Ah, auf Ringen geht. Auf Ringen, auf Amuletten geht etwas weniger als auf Rüstung. Und die sind auch ein bisschen teurer, glaube ich. Weil zwei Alchemy ist kein Problem. Ja, machen wir erstmal Kälte. 23 ist sogar einigermaßen in der Mitte. Gegenchecken. Jo, dann machen wir noch einmal Feuer. Feuerresistenz, da ist sie. Craft, auch 23. Gut, solide, solide. So, 127, 125, 122. Ja, nicht Cap, aber ganz nah dran. Das soll für den Augenblick erstmal reichen. Jetzt, eigentlich wollte ich doch wegen meinen Bogen
Eigentlich war ich doch wegen meinen Flaschen zurückgegangen. So, dann können die raus. Und was machen wir denn? Sollen irgendwas Defensives mitnehmen? Evasion, Quartz, Basalt. Basalt klingt gut. Ich probiere, glaube ich, erstmal eine Basaltflasche. Oder ist. Ne, Stipnite nicht. Davon könnte ich auch noch eine mitnehmen. Nehmen wir erstmal eine ganz schnöde Basaltflasche mit. Und was haben wir noch? Haben wir hier noch eine, wo man ausweichen kann? Wie hießen die denn noch? Oder ich nehme, wenn ich habe. Habe ich überhaupt eine? Da oben ist eine. Ne, ist auch eine Aquamarin. Habe ich keine Sapphire Flask? Das ist natürlich doof. Habe ich, glaube ich, echt nicht. Ruby habe ich. Ruby. Och, komm Leute, ich wollte doch eigentlich jetzt hier nicht da, deswegen 10% Chance to Dodge Attacks. Was bist du denn, Bismut? Nehmen wir die mit. Ach Leute, kann doch nicht wahr sein. So, habt ihr jetzt davon hier noch eine Diamond Flask mit. So. Okay, also, das nur Working in Progress. Da muss ich nochmal was machen. So, schauen wir einfach mal, was Sana für uns heute hat. 74. Okay, das ist schon mal viel. Unique Box drops 4 additional maps. Bam. Das klingt super. Increased Monster Damage. Okay, nichts ganz Dramatisches. Klingt alles in allem erstmal sehr gut. So, Resistenzen 67, 65, 62. Kälteresistenz ist ein bisschen blöd. Die könnt gern für Reflect-Gegner ein bisschen höher sein. Gut, dann hoffen wir mal einfach, dass es jetzt soweit gut läuft. Ja, mein Schaden ist nach wie vor sehr gut. Gucken, was ist denn jetzt mit den ganzen Power Charges? 42. Jetzt kriege ich auch noch. Aber jetzt muss ich nur gucken. Meine Quicksilver Flask ist jetzt woanders. Da habe ich sie hingepackt. Oh, nee. Halt. Der falsche. Ich dachte erst, es wäre ein Gold Rim. Ist es aber nicht. Map, okay. Hat sich im Grunde schon gelohnt. Na, bleib doch mal hier. Necromancer Circlet. Tot. Ja, das ist gut. Ja, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt auf mein Energieschild und nicht auf die rote Kugel im Hintergrund gucken muss. Das war ein bisschen tricky. Aber ich glaube, das wäre so eine Situation, die hätte ich ohne CI nicht überlebt. Boah, schon wieder falsch Taste. Crusader Plate. Oh Gott, da haben wir Corrupted Boss. Nicht Corrupted Boss. Hier, Essenzentyp. Mein Auftrag ist Corrupted Boss, deswegen habe ich das jetzt gerade irgendwie so im Kopf. Ein Artisan Strong Boss. Ich glaube, das waren keine besonders guten. Genau, was sind die hier? Tup, tup, tup. Boah, ich drücke immer die falsche Taste. Macht der Gewohnheit.
ganz wichtig, muss irgendwo auf eine meiner Flaschen ganz dringend, Gott, so viel Zeug hier, ganz dringend drauf craften, dass ich keine, dass ich mein Bleeding loswerde. Im Moment noch ein komisches Gefühl mit dem Energieschild. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass das ganz gut funktionieren könnte hier bei dem Charakter. Ist das der Boss? Mana-Probleme gerade. Was macht der mit meinem Totem? Das war wohl nicht der Boss der Karte. Sondern was auch immer. Shrouded scheint im Moment hier beliebt zu sein auf der Karte. Ein Ledergürtel. Blacksmith Strongbox. Auch die nehmen wir mit. War aber leider nicht viel drin. Aber ich glaube, ich könnte mal noch so ein Zweihandwäffchen vertragen. Nehmen wir mal mit, pro forma. Ja, warum? Ich habe so viele Chaos-Orb-Rezepte gemacht, dass ich keine Waffen mehr in der Kiste liegen habe, die ich dafür benutzen kann. Schon wieder. Das ist echt lästig. Das ist die Arena. Da wird dann wohl auch der Boss lauern. 31 Monster. Jetzt ist die Frage, lauern die mit beim Boss oder habe ich die übersehen? Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Ja, doch, ich glaube, CI war eine gute Idee für den Charakter. Das dürfte die beste Defensivoption sein. Die Boots kriege ich, glaube ich, eh nicht mehr mit. Okay. Das schaut alles soweit gut aus. 12 Monster, wo immer ich die habe stehen lassen. Vielleicht sind die auch im Bossraum. Damit könnte ich leben. Jetzt wird's spannend hier mit dem Bosskampf. So, zunächst mal werden wir einfach mal pro forma auf Single-Target wechseln. 45.000, da fehlt auch noch mein Flame-Golem. 47.000, okay. Also, schauen wir mal. Halt, ich wollte noch ein Portal machen. Portal, Portal. Uah. So, haben wir jetzt hier mal Ruhe. So, da ist der Boss. Oh, der Boss hat ganz viele Mitbosse dabei. Was ist... Hä? Okay. Das dürfte der Boss sein. Und das sind wohl irgendwie Helfer. Stormeye, Winterfang. Aua, aua. Das hat wehgetan. Puh, ich glaube, es ist keine gute Idee, Single-Target-Angriff da zu nehmen. Ich nehme lieber einen Mehr-Target-Angriff.
Da ist doch viel los. Huiuiui. Nee, halt nicht da reinmüllen. Da kann ich reinmüllen. Okay. Auren aktiv. Der da drauf. Halt, nicht alle Auren aktiv. Ganz wichtig. Meine wichtigste Aura habe ich vergessen. So, jetzt ist aber alles aktiv, was ich brauche. Jetzt möchte ich irgendwie gleich nur noch ein Town Portal dahin kriegen. Machen wir so, damit ich das schnell wiederfinde. Achso, ha, hier brauche ich gar kein neues setzen. Egal, jetzt haben wir ein neues gesetzt. Treffen lassen. Mann. Das tut doch weh. Die Jungs sind aber echt übel. Die sind echt übel. Die kannte ich auch noch nicht. Jetzt habe ich sie kennengelernt. Wie viele Portals haben wir denn noch? 2, 4 Portale. Das sollte noch reichen eigentlich. Ich sollte nicht so viel drumherum rennen. Ich sollte mich mehr auf die Gegner konzentrieren, habe ich das Gefühl. Okay, Map, 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 Map. Map, 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 Map. I am no beast of burden. Das geht doch noch. Da sollst du doch noch nicht schlapp machen hier. Dölchlein. Der muss auch noch irgendwie gehen. Ne, tut er tatsächlich nicht mehr. Dann schauen wir doch mal hier nach. Was haben wir denn? 83 Leben, 2 Resistenzen. Sieht im ersten Moment besser aus, als es eigentlich ist. Dann können wir hier was freiräumen. Zack, passt. Okay, das darf liegen bleiben. Was haben wir denn an Maps bekommen? Wharf, Tier 6, Strand, Tier 6, Bock, Tier 8, das war vorher schon, Tier 8, 4 und 4. Ja, das war doch erfolgreich. So mag ich meine Daily Missions. Da kann ich auch mal mit leben, wenn ich sterbe zwischendrin. So, ja blöd, Uhrzeit sagt eigentlich, ich muss aufhören. Ich will noch nicht aufhören. Ich habe gerade Blut geleckt hier mit dem Charakter. Gesehen davon, dass ich wieder EP verloren habe. Ja gut, hilft ja alles nichts. Wir machen nochmal schnell hier eine Daily Mission, einfach aus Spaß an der Freude. Ju, ich bin so ein bisschen, ich habe zwar jetzt Vorfreude mit dem Charakter weiterzuspielen, aber ich bin auch so ein bisschen, wie soll ich das formulieren? Aufgeregt. OP am offenen Herzen hier, am offenen Charakter. OP am offenen Skilltree. So kann man das am besten beschreiben. Achso, Feed the Souls. Dann soll ich die Gegner auch mal rankommen lassen. Kommt her. Euch mag ich. Die kommen wenigstens zügig angerannt. Ich hasse diese Fütterquest fürs Relikt, wenn man nur so Gegner hat, die auf Fernkampfdistanz bleiben. Dann kann das nämlich mitunter ziemlich lästig sein. So,
schön die Shield Charger. Das Problem, ich hau die immer schon auf ganz weite Distanz weg. So, geht doch. Ich hoffe, ihr habt auch was verstanden. Ich habe die ganze Zeit gerade an meinem Bart rumgespielt und die Hand vorm Mikro gehabt. Ich fürchte, das könnte jetzt bei euch einen Tonaussetzer gegeben haben. Okay, gut, haben wir die Daily Quest von Elrond auch noch mitgenommen. Ja, das soll eigentlich für dieses Video auch schon reichen. Alles in allem bin ich ganz zufrieden. Mein Schaden ist nach wie vor gut. Meine Defensive jetzt deutlich besser als vorher. Meine Resistenzen sind besser und vor allen Dingen habe ich jetzt mit meinem Energieschild hier deutlich mehr Puffer. Das Problem ist, ich hätte gern noch ein bisschen mehr Energieschild. Eigentlich hätte ich gern über 8000, aber andererseits ja, 7600, so weit ist es nicht weg. Kann man auch mitleben. Gut, das heißt, wir werden morgen und übermorgen, wenn alles gut läuft, auf jeden Fall noch ein paar normale Map-Run-Videos sehen. Dann hoffentlich auch ein bisschen länger als heute und gestern. Ja, und nächste Woche kümmern wir uns dann mal um das leidige Thema AdZiri. Dann wollen wir mal schauen, ob wir AdZiri nicht auf die Bretter schicken können. Vielleicht kann ich ja bis dahin noch ein bisschen meine Ausrüstung tunen. Also bei den Schuhen und beim Helm, da ist sicherlich noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Die Rüstung, das dürfte ziemlich exakt die finale Lösung für mich schon sein. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas finde, was dagegen ankommt. Das wäre schon großer Zufall, großes Glück, wenn ich irgendwas in die Hände bekommen könnte. Ja, ansonsten, was natürlich, was man direkt sagen kann noch, für Energieschild ist natürlich ungünstig, dass wir kein Schild tragen. Der würde auch nochmal einen riesen Boost geben können für den Energieschild. Das wäre also vielleicht auf längere Sicht doch noch eine Überlegung, ja. Okay, dann fehlt mir definitiv Cast Speed. Aber so grundsätzlich wäre das noch eine Option, dass man das tauscht, dass man statt Pledge of Hands irgendwie was Gutes, einen guten Einhandstab oder einen Dolch noch besser. Ja, Dolch wäre, glaube ich, sogar ideal. Schön Dolch. Dann könnte man auch hier Whirling Blades nehmen und ein Schild mit ganz viel Energy Shield. Das wäre sicherlich noch eine schöne Option. Gut, ja, behalte ich mal im Hinterkopf. Mache ich vielleicht irgendwann noch. Jetzt aktuell bleibt es erstmal dabei und ja, so sollten wir den Charakter dann auch morgen im nächsten Video wiedersehen. Ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, wie die Reise hier weitergeht. Hat sich ja jetzt doch einiges getan und ja, bis zum nächsten Mal.